Jo, was geht ab, meine Lieben? Herzlich willkommen auf DOGG. Vor einigen Tagen habe ich schon mal darüber berichtet, dass Kollega wirklich Shitstorms ohne Ende hat. Also Kolle macht sich wirklich nur Feinde in der Rap-Szene, meine lieben Freunde. Mit Ex-Feinden hat er sich wieder vertragen, mit Flair, mit Kool Savas, zum Teil wahrscheinlich auch mit Sido. Fast alle, die er in den letzten Jahren gedisst hat, hat er sich mittlerweile schon vertragen, meine lieben Freunde. Es scheint aber wirklich so, dass Kollega noch viele Leichen im Keller hat, meine lieben Freunde. Viele, viele, viele Leute sind im Hintergrund, die sich in den letzten Jahren immer bedeckt gehalten haben, aber mittlerweile stürzt das Ganze ein wie ein Kartenhäuschen. Es kommen wirklich Leute um die Ecke, die Anfeindungen machen gegenüber Kollega. Also es ist wirklich heftig. Vor einigen Tagen haben wir uns gefreut, dass sich San Diego mit Kollega getroffen hat, aber danach war wirklich Funkstille auf Kollegas Seite. Auf Instagram kam wirklich nichts mehr, also es kommt wirklich gar nichts mehr von Kollegas Seite aus. Also es ist auf jeden Fall irgendwas im Hintergrund, was da passiert, meine lieben Freunde, was wir nicht wissen, was wir nicht erkennen. Ich wollte mich ehrlich gesagt aus dieser Geschichte mit Kollega, Samarita und Großfamilienclans und so weiter, ich wollte mich da ehrlich gesagt raushalten. Und ich bin noch der Meinung, ich sollte mich auch weiterhin aus solchen Geschichten raushalten, weil das ist wirklich krass, Freunde. In sowas sollte man sich wirklich nicht einmischen. Ich werde euch trotzdem in diesem Video ein Herren auf Instagram zeigen. Ja, der hat wohl einige Andeutungen gemacht auf Kollega oder besser gesagt, er hat diese ganze Geschichte mit Samarita damals mitverfolgt, die Schlägerei mit diesen 20 Jungs vor der Haustür von Samarita. Also irgendwas ist da im Busch. Ob Kollega wirklich irgendwie nur ein ganz normaler Typ ist ohne Großfamilie, das bezweifle ich mittlerweile. Also dieser Typ, der sich Sami51 nennt, meine lieben Freunde, der zeigt wirklich, dass da noch mehr hinter steckt, was Kollega alles so gemacht hat in den letzten Jahren oder besser gesagt, was an diesen Tagen passierte, als Kollega Samarita aufgesucht hat. Ich weiß nicht, es waren glaube ich einige Tage. Sayed hat auch in dem Track Schwarzmond sehr, sehr krass gegen einige Alpha-Member, einige Alpha-Managements rausgehauen. Die Personen, die Sayed in diesem Video meinte, in dem Diss-Track, waren Amel und Lennart. Ich weiß nicht, ob die ein oder anderen von euch diese zwei Personen kennen. Naja, Freunde, ich werde auf jeden Fall jetzt diese Videos kurz einblenden von dem Rapper Sami51. Was machst du denn, ja, Felix? Frag die Cops bei uns, es ist nicht leicht, mich zu packen. Ich sehe es an deinen Cops, ja, sie verteilen dir Nacken. Also, meine lieben Freunde, dieser Rapper nennt sich wohl Sami51. Ich habe ehrlich gesagt von diesem Rapper nie was gehört. Black Kaffers oder Kaffers Music oder sowas in der Art. Ich habe ehrlich gesagt sowas nicht auf dem Schirm gehabt. An sich habe ich jetzt ein bisschen den recherchiert und so viele Klicks hat der Rapper nicht. Also ein etablierter Rapper ist der noch nicht, würde ich mal so sagen. Naja, auf jeden Fall gibt es da noch ein paar andere Videos, die werde ich euch jetzt auch einblenden, meine lieben Freunde. Die wahrhaftige Bosshaftigkeit geht verloren, lieber Felix. Für Empfang ist der Sami oder wie der heißt, sehr gut, ne? So schön mal dafür sorgen, dass Leute schön in der Türkei ankommen, ohne dass ihnen was passiert. Und dann versuchen, mir Steine in den Weg zu legen. Ich dachte, du hast einen Palästina gespendet, Felix. Also du legst mir Steine in den Weg, du hast vergessen. Ich bin das Kind in Palästina. Ich werfe diese Steine zurück auf die Leute, die mir diese Steine in meinen Weg legen. Fotze. Ab jetzt ist Image-Rap vorbei. Das Beste daran ist, ich krieg noch intern mit, wie du deine Jungs, deine Brüder, die dich jahrelang beschützen, die für dich sterben würden, die für dich töten würden, links auch auf einmal, lässt die links liegen. So ein Alpha bist du. Nur mal für die Leute, die jetzt denken, oh, warum kommt der jetzt so um die Ecke? Ich erzähle euch noch komplett die Geschichte, dann zeige ich euch eine Sprachnachricht vom Felix. Der Boss, wie er unter Druck Sachen ausspricht, wie der Boss auf einmal Paranoia kriegt und versucht, seinen Signings was zu verbieten. Du bist nichts anderes außer kontrollsüchtig. Du bist eine Fotze. Ja, ne, wann hast du mal das Leben auf der Straße mitgemacht? Seitdem man dich kennt, geht's dir gut. Du bist finanziell stark. Du hast eine super Plattform. Dann erzähl nichts von Gangster-Rap, von gar nichts mit deinen intellektuellen Reimen, die du im Studium aufschreibst. Deine Welt hat mit unserer Welt nichts zu tun, du Fotze.
Du wirst auch noch dein Fett wegkriegen. Dafür schwöre ich dir und ich garantiere dir das. Und ich habe jetzt gerade mein Go bekommen von Abis, die du versucht hast zu linken, die dich seit Jahren begleiten. Oh, wow, 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 wow. Diese Disserei-Misserei ist eigentlich nicht meins, aber wenn wir schon die Möglichkeit haben, uns sportlich zu knallen, wir können uns auch so face-to-face knallen. Bei mir kommst du nicht vor die Tür. Oder mir gibst du keine auf der Bühne, als wäre ich dein Fan. Glaub mir, Felix, ich werde das jetzt tun. Und es wird unangenehm. Und ich weiß, du wirst es hören. Und ich weiß, du wirst es sehen. Und ich weiß, du wirst direkt wieder Komplexe kriegen und dich hinter deinen Boostern verstecken. Aber Gelio, es passiert jetzt. Jetzt passiert's. Das hättest du nicht mit uns machen sollen. Kaffers sind Kaffers. Und wenn einer den Alpha disst, dann ist das der größte Alpha selbst. Und das bin ich. Kein anderer. Sabr. Nur ein kleiner Vorgeschmack von dem, was passiert. Mayday, Mayday, du hast zu viele Member im Kartell. Wo sind deine Chabos, meinst du? Lennart und Amel? Deine ganze Gang stürzt ein wie ein Kartenhaus, mein Bruder. Bäh, ist mir eine miese Line über dich eingefallen, Lan Felix, du Fotze. Ey, Gangster, redest von Straße, aber mach's auf Peygamber. Nix Deus Maximus, bei uns heißt es Allahu Akbar. Felix, Felix, Felix. Felix, das Alpha-Tier. Bist ja immer so Supporter von Talenten und versuchst Leute hochzuziehen. Du bist nichts außer in deinem größten Wahn. Okay, okay, das sind schon sehr harte Anschuldigungen, meine lieben Freunde. Also irgendwas ist da im Busch, Freunde. Ich bin echt gespannt, was da sich so alles noch rauskristallisieren wird, welche Informationen wir alle noch bekommen werden. Das war's mit diesem krassen Video, meine lieben Freunde. Es hat wirklich Spaß gemacht, dieses Video zu drehen. Es war wirklich heftig oder ich weiß nicht, was sagt ihr zu dieser Thematik im Moment? Also, Kollega steckt wirklich in einem richtig krassen Shitstorm. Also, es hört gar nicht auf, Freunde. Einer nach den anderen. Er muss wirklich jeden Shitstorm mittlerweile bekämpfen mit aller Macht und aller Kraft. Und erst war es die Bill, dann war es der, dann war es dies. Es ist wirklich krass, Alter. Ja, meine lieben Freunde, ich danke euch auf jeden Fall fürs Einschalten. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Peace and out.